Ja, hallöchen und willkommen zurück zu Embracelet. Boah. Ja, ich war ja stehen geblieben hier am anderen Ende der Insel und bin auf der, wo sagen wir denn hier, auf der Suche immer noch nach einer Nase für das, für diesen Vogel, den der dort baut. Was ist denn da los? Himmeli, jetzt wollte ich mir die bloß anschauen. Huch. Ich kann den Armreif mit der Kamera nicht benutzen, solange sie auf mich gerichtet ist. Okay. Kein Zutritt. Militärgelände. Ja, die Kamera ist ständig auf mich gerichtet. Okay. Ach, jetzt lass mich doch mal. Ja, der Alarm scheint loszugehen, sobald ich mich der Tür nähere. Naja, gibt es ja auch keine andere Möglichkeit. Auf jeden Fall haben wir das andere Ende erreicht. Ja, ich kann ihn nicht benutzen. Türen. Die Überwachungskamera folgt mir. Türen, Schild. Okay. Ja, ich muss sowieso noch was anderes erledigen. Ich hoffe, ich komme auch dementsprechend weiter heute. Ich kenne die Leute nicht, die hier wohnen. Ah, ich glaube, das hatte ich alles schon mal. Was ist denn hier oben los? Der Baum scheint die Stromleitung zu stören. Okay. Vielleicht kann ich ihn aus dem Weg schaffen. Na, na. Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Jetzt habe ich auch noch das. Ach du liebe Zeit. Oh, die Oma und ihre Blumen. Oh nein, meine Blumen. Meine schönen Blumen, mein Gewächshaus. Machst du das? Unfall. Okay. Ja, aber das war ein Versehen. Junger Mann, ich mag keine Streiche, aber schön, dass du es zugibst. Mit Ehrlichkeit kann man viele Fehler wieder gut machen. Aber meine sommerliche Blumenernte ist trotzdem verloren. Die armen Dinger, sie waren für das Grab meines Mannes gedacht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Das ist süß von dir. Ich pflanze jeden Sommer frische Blumen auf dem Grab meines Mannes. Gott sei seiner Seele gnädig. Die hier sind alle tot. Es wäre toll, wenn du mir neue Blumen besorgen könntest. Ja, nach welcher Art von Blumen soll ich suchen? Oh, was Farben anging, war mein lieber Noralf ziemlich pingelig. Seine Lieblingsfarben waren blau, gelb und rot. Dafür hat er Violett gehasst. Hat ihn richtig krank gemacht. Also gelbe, blaue und rote Blumen, aber bloß keine Violetten. Das hätte er sich gewünscht, ja. Okay, mal sehen, was ich finde. Das ist wirklich süß von dir. Wie heißt du gleich nochmal? Jesper. Ich bin Evelyn. Was für ein Schlamassel, überall Glas und kaputte Blumen. Kann ich nichts mehr aufbauen. Ja, wo bin ich denn?
ich wüsste auch ungefähr, wo ich Blumen finde. Na, wieso? Ruckeln. Das war auf einem Dach. Aber jetzt habe ich vergessen, wo. Ja. Oh. Habe ich das schon gesehen? Grabstein. Noralf. Rudwin. Nielsen. 1934 bis 74. Ja. Die Kirche ist geschlossen. Vandalismus wird der Polizei gemeldet. Wer auch immer das geschrieben hat, steht auf Ausrufezeichen. Aber egal, die Tür ist versiegelt. Vielleicht finde ich ja hier was. Was ist das? Kaputtes Denkmal, okay. Ach, okay, ja. Oh nein, ey, wieso jetzt ist das doch cool? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.